Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die FDP hat mal wieder ganz was Neues, einen Antrag zum Bürokratieabbau vorgelegt. Dieses Mal geht es um die Aufzeichnungspflicht beim Mindestlohn und um zu kontrollieren, ob der eingehalten wird. Bürokratieabbau klingt ja erstmal gut nach Vereinfachen und Verbessern, aber man muss bei der FDP schon immer sehr genau hinschauen, was da vereinfacht und vor allem, was da abgebaut werden soll. Und das Muster bei Ihnen ist doch jedes Mal das Gleiche. Arbeitgeberverbände haben eine lange Wunschliste, welche Regelungen zum Schutz von Beschäftigten abgebaut werden sollen. Und sobald die kleinste Verstärkung hin zum Arbeitnehmerschutz droht, laufen die Verbände Sturm, wie man bei der Debatte um die sachgrundlose Befristung auch sieht. Und die FDP trägt dann diese Wünsche immer im vorauseilenden Gehorsam ins Parlament. Und die Notwendigkeit, Schutzgesetze abzubauen, wird dann je nach Wetterlage mit dem drohenden wirtschaftlichen Abschwung, mit den Herausforderungen der digitalen Zukunft oder eben mit dem angeblichen Bürokratiemonster begründet. Es ist immer die alte Leier, und ich kann es als langjährige Betriebsrätin und Gewerkschafterin wirklich nicht mehr hören. Dabei geht es bei der Dokumentationspflicht zum Mindestlohn ja nicht um unnötigen Papierkram, sondern es geht um Nachweise, damit Beschäftigte nicht um ihren Lohn betrogen werden. Und im Übrigen der Staat nicht um die Sozialversicherungsbeiträge. Und wir sprechen hier in Summe im letzten Jahr von geschätzt 7 Milliarden Euro. Ich meine, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber nun zu Ihrem Antrag. Sie behaupten im Feststellungsteil, die überwältigende Mehrheit hält sich an Recht und Gesetz. Und Kollege Kemmerich, Sie haben es ja zitiert, den Bericht der Mindestlohnkommission, dass sich nur 8% aller Betriebe beim Mindestlohn schummeln. Aber was Sie verschweigen, steht in dem Bericht zwei Zeilen weiter. Nämlich genau bei der Branche, bei der sich die FDP immer so ins Zeug schmeißt, dem Hotel- und Gaststättenbereich, da sind es schon 20%. Und generell frage ich mich aber, wie man die Situation so eindeutig beurteilen will, wenn lediglich 2,4% aller Betriebe kontrolliert werden. Weil eines ist doch logisch, wenn man wenig kontrolliert, dann findet man auch wenig. Und mit diesem Argument dann auch noch das Ende der Kontrollen zu fordern, das ist schon ein starkes Stück. Und eigentlich müssten Sie ein Interesse an stärkeren Kontrollen haben, weil, um Schmutzkonkurrenz zu verhindern. Weil die Unternehmen, die sich anständig verhalten, die haben nämlich einen Wettbewerbsnachteil dadurch. Und Ihnen liegen ja besonders die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sogenannten KMU, am Herzen. Zu klein sind die bisweilen gar nicht. Und Sie schreiben dann im Antrag, dass die Betriebsinhaber häufig am Wochenende die Aufzeichnungen machen müssen. Mir kommen echt die Tränen. Und das von der Partei, die die Ausweitung des Arbeitszeitgesetzes fordert. Und ich zeige Ihnen mal was. Das ist das Formblatt für die Stundenaufzeichnungen beim Minijob. Da schreibt man Beginn und Ende und die Summe ein. Ja, jetzt geht, hören Sie zu. Das können Arbeitnehmer sogar selber machen. Und zum Thema Digital. Es gibt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales sogar eine App, mit der die Arbeitszeiten ganz einfach erfasst werden können. Digitalisierung first, Bedenken second, sage ich dazu nur. Und im Vergleich dazu ist das der Antrag auf Hartz IV, den Erwerbslose ausfüllen müssen und Aufstockerinnen und Aufstocker, die zum Teil um ihren Mindestlohn betrogen werden. 6 Seiten ohne Anlagen, 6 Seiten. Merken Sie was? 6 Seiten im Vergleich zu 3 Spalten. Und vor diesen 3 Spalten müssen wir die Betriebe, vor dieser Bürokratie müssen wir die Betriebe schützen. Wir sagen als Linke dazu ganz klar Nein. Aber die Spitze der Absurditätensammlung dieses Antrags ist ja noch ein anderer. Ich zitiere: KMU werden hier vom Gesetzgeber ohne Not der Gefahr von Ordnungswidrigkeiten ausgesetzt. Also nicht die Unternehmen begehen Ordnungswidrigkeiten, weil sie ihre Dokumentationspflicht nicht nachkommen, sondern der Gesetzgeber provoziert das durch Regulierung. Ein ganz schön krudes Rechtsverständnis. Mit der Begründung, Kolleginnen und Kollegen oder liebe Bundesregierung, könnten Sie eigentlich alle Gesetze abschaffen, die Unternehmen in irgendeiner Form regulieren, weil das ist ja immer dann eine Provokation hin zu einer Ordnungswidrigkeit. Keine Gesetze, keine Ordnungswidrigkeiten, man kann es natürlich auch einfach machen. Wir als Linke bleiben jedenfalls bei unseren Forderungen. Den Mindestlohn auf mindestens 12 Euro erhöhen und die Kontrollen ausweiten. Und 4 Jahre nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns wird es auch endlich Zeit, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, da haben wir vorher drüber gesprochen, mehr Personal auszustatten und diesen Leuten auch die Arbeit zu erleichtern.
Und wenn Sie sich mit den Kolleginnen und Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit unterhalten würden, dann würden Sie wissen, dass die sagen, Aufzeichnungspflicht ab dem ersten Tag und eine Ausweitung der Branchen. Wir als Linke unterstützen diese Forderung. Und abschließend noch mal an die Adresse der FDP. Wir brauchen keinen Abbau, sondern eine Stärkung von Arbeitnehmerrechten. Das ist keine Bürokratie, sondern notwendiger Schutz von Beschäftigten. Vielen Dank. Beate Müller-Gemmicke, Bündnis 90 Die Grünen.